Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Status-Update zu Lands of Askel, einem Minecraft-Community-Projekt. Was hat sich geändert im Vergleich zum vorigen Update? Wir haben nun in der Stadt die Mauer fertiggestellt, sprich die Stadt ist nun vollkommen mit einer Mauer eingeschlossen. Die Kirche, der bekannte Dom, ist fertig erstellt. Auch die Magiergilde und die Burg des Königs hier an dieser Stelle zum Beispiel hinter der Kirche findet ihr ein geheimes Grab, das euch zu einer Gilde führen wird. Es gibt derzeit 4 Gilden, das ist die Söldnergilde, die Händlergilde, die Magiergilde und die Dunkle Bruderschaft. Sprich, wir haben derzeit die Hauptstadt im Prinzip fertig gebaut. Spieler bauen hier noch ihre eigenen Spielerhäuser, aber ansonsten haben wir alle notwendigen Gebäude erstellt, die benötigt werden. Unser nächstes Projekt umfasst neben der Elfenstadt die Zwergenstadt, die Orkstadt und die Stadt der Nordmenschen. Wir befinden uns hier in der Elfenstadt, in der leider noch nichts gebaut wurde. Wir brauchen noch fleißige Bauer, die Lust haben und das Können haben, aus dieser schönen elfischen Umgebung eine Stadt zu erbauen. Was ihr daraus macht, das überlassen wir euch. Jegliche weitere Projekte außer der Hauptstadt können frei definiert werden. Wir befinden uns hier in Telmur, in der Stadt der Zwerge, die nebenbei gerade gebaut wird. Neben dem Eingangsbereich gibt es leider noch nicht allzu viel, da es eine große Herausforderung ist, die ganze Halle abzutragen und auszuhöhlen, sodass wir hier ein mächtiges Zwergenreich erbauen können. Ich hoffe auf eure Hilfe, ich hoffe, ihr habt auch Lust, hier mitzubauen. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, denn die Gegend für diese Zwergenregion ist schon mal ideal. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich hoffe, ihr konntet einen kurzen Einblick finden. Wenn ihr Interesse habt, würde ich mich freuen, wenn ihr mir im Forum eine Nachricht schickt oder aber wenn ihr über YouTube mir eine Nachricht zukommen lasst. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr mir einen Daumen nach oben schickt bzw. ein Abo da lasst. Alles klar, also ich würde mich freuen, von euch zu hören. Danke schon mal fürs Reinschalten und ich hoffe, wir sehen uns bald. Also bis dann. Ciao.